Die Konditorei Aida wird ab Mitternacht vorerst keine Cannabiskekse mehr verkaufen. Das hat der Pressesprecher heute angekündigt. Das Gesundheitsministerium hat per Erlass daran erinnert, dass der Handel mit Kosmetikprodukten und Lebensmitteln mit Cannabisextrakten nicht erlaubt ist. Viele Geschäftsleute in der Stadt fühlen sich von dem Verkaufsverbot aber überrumpelt und fürchten sogar um ihre Existenz. Das Angebot ist vielfältig, die Auslegung des Erlasses, wie es scheint, auch. Zumindest ist derzeit nicht für alle klar, was da jetzt eigentlich Sache ist und wie einzelne cannabinoidhaltige, kurz CBD-Produkte, betroffen sind. Der Erlass ist für uns noch recht unklar. Er enthält sehr viele Unschärfen und wir warten jetzt das angekündigte Beratungsgespräch ab. Nach diesem Beratungsgespräch wissen wir, was zu tun ist und das werden wir natürlich sofort umsetzen. Bis dahin gibt's vorerst Business as usual. Welche Wirkung versprichst du dir davon? Schmerzlinderung, zum Teil ein bisschen bei mir jetzt halt ein bisschen fürs Kreuz. Macht's auch high? Nein, absolut nicht. Auch in der bekannten Kaffeekonditoreikette, die vor wenigen Monaten ihre Hash-Brownies auf den Markt gebracht hat, sorgt der Erlass für Fragezeichen. Dort soll nach einer EU-Verordnung, die Novel Food, also neuartige Lebensmittel betrifft, das süße Geschäft verboten werden. Wenn wir es so auslegen, wie es derzeit kommuniziert wird, dann müssten wir die Produktion von CBD-Produkten einstellen, würden das natürlich auch machen, um der Rechtsstaatlichkeit zu folgen, würden das aber andererseits auch prüfen lassen, ob es dem Novel Food Papier der Europäischen Union tatsächlich entspricht. Vor kurzem hat sich die Kette dazu entschieden, den Verkauf der CBD-Produkte ab Mitternacht einzustellen, um den Sachverhalt zu prüfen. Im Geschäft in Neubau läuft der Verkauf an die Kunden unterdessen weiter. Ich habe Polyneuropathie, also starke Schmerzen, Nervenschmerzen und bin auf die Medikamente, die man normalerweise der Neurologe verabreicht, kann ich nicht nehmen, weil ich allergisch darauf bin. Und darum nehme ich eigentlich Cannabis. Und werden Sie high davon? Nein, ich war noch nie in meinem Leben high, außer vielleicht mit 16, aber da habe ich was anderes geraucht. Und das wird sowieso nicht angeboten.